Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Sagst du auch Hallo? Ja, guten Tag. Ich weiß nicht, ob meine Frisur so tauglich ist, aber moin moin. Ich bin auch noch nicht wirklich so groß vorzeigefähig, aber das ist jetzt egal. Wenn mein Jüngster nach Hause kommt, wenn Raffi da ist, fahren wir los. Manuel, Raffi, ich, vielleicht sogar Easy, mal gucken. Auf jeden Fall fahren wir dann los. Wir müssen einkaufen, wir müssen auch ein bisschen was shoppen. Raffi braucht dringend neue Schuhe und so weiter und so fort. Deswegen mache ich jetzt schon um kurz vor zwei das Abendessen fertig. Ich habe auch schon was vorbereitet. Es wird auch nichts irgendwie aufwendiges, weltbewegendes sein, aber lecker und gesund, und zwar mit Spinat. Ich habe hier Spinat. Ich wollte jetzt nicht in den Garten gehen, da ist es sehr nass. Es hat die ganze Nacht immer wieder geregnet. Da ist wieder Sumpf überall. Vielleicht gehe ich doch noch einmal kurz runter nachher, wenn alles kocht, und hole noch ein paar frische Blättchen. Aber auf jeden Fall wird das eine Spinatsuppe sein mit ein bisschen Puttenfleischwürfelchen drin. Und das mache ich jetzt einfach mit euch zusammen und danach ein bisschen Haushalt, wenn die Suppe kocht. Und wenn die Kinder da sind, düsen wir dann auch schon mal los. Deswegen sitzt auch dieses Exemplar hier und schnabuliert was. Ja, genau. Was mache ich denn jetzt als erstes? Ich zeige es euch. Ich habe hier einen Topf mit minimal Öl drin und da gebe ich jetzt einfach mal zwei kleine Zwiebeln gewürfelt rein. Und ich habe keine frischen Möhren mehr. Ich habe alle gestern aufgebraucht für Wurf und für Salat. Für Salat habe ich wirklich die abgebrochenen Stummelchen, die noch da waren, mit hier reingepackt. Aber ich habe vom letzten Jahr ja die eingefrorenen aus dem Garten Möhren gerieben, steht hier drauf. Und die gebe ich jetzt auch noch mit rein. Dafür ist es ja auch gedacht worden, ne? Wenn ich mal keine habe oder keine Zeit oder Lust habe, um was zu reiben, habe ich letztes Jahr ein bisschen was eingefroren. Das ist echt perfekt. Und das brate ich jetzt kurz an. Und das Fleisch auch noch mit dazu. Das wird erstmal ein bisschen angeröstet, bevor der Rest reinkommt. Es ist wirklich super einfach, was ich hier gerade vorhabe. Aber wie man sieht, doch ziemlich gesund. Ne? So Geflügelfleisch, Möhren, Zwiebeln, Spinat, Kartoffeln und Knoblauch. Das ist mehr oder weniger das Einzige, was so reinkommt. Nachher ein bisschen eventuell noch Schmand und Schmelzkäse, damit es so ein klein bisschen so eine käsige Suppe ist. Und Gewürze logischerweise. Aber jetzt erstmal das hier ein bisschen anbraten. Wenn das jetzt alles ein bisschen angebrutzelt ist, kommen die Kartoffeln mit rein. Die habe ich in so kleine Würfelchen geschnitten. Und Wasser. Ich habe jetzt gekochtes, also richtig heißes Wasser aus dem Wasserkocher genommen. Dann geht das Ganze etwas schneller jetzt hier und ja, passt. Genau, das ist eigentlich auch schon fast alles. Es darf gleich alles kochen. Spinat, Rahmspinat, der ist nicht aufgetaut. Diesen Spinat hatte ich letztens, was war das? Flugzeug? Oder ist hier was vorbeigefahren? Aber dann haben wir mit 200 Sachen. Ihr habt das ja auch gehört. Irgendwas war hier gerade so richtig. Wir haben aber hier, wir haben hier eine Schneise tatsächlich. Also drumherum sind überall diese Windräder. Bei uns eine ganze Strecke hier, so ein Fleck, ne? So nicht. Hier fliegen die Übungsjets. Militär. Also. Ja, Militär. Wir haben auch manchmal sogar tatsächlich Panzer hier durch die Gegend fahren. Wir haben hier auch irgendwo nicht ganz so weit weg Übungsplätze und so. Ne? Deswegen kann es manchmal auch gut sein, vor allem so im Sommer, ne? Dass hier
mehrmals so diese, manchmal mit diesem Schall, ne, so mit dem Dusch, mit dem Knall. Sind die echt so ein paar hundert Meter niedriger, als man das. Ja, und dann hörst du nur noch, mui, denkst du, wir sind jetzt, keine Ahnung, Krieg, keine Ahnung, was weiß ich. Ich weiß noch, wie die, als die klein waren, die Kinder, wie das für die war. Die sind dann erstmal mit solchen Augen rausgerannt, oder wenn sie draußen waren, dann hat man nur gesehen, stehen sie da mit Mund auf und so erstmal, ne, weil das auch schon Kindern dann Angst macht und so, aber voll fasziniert, ne. Und wir hatten auch mal an der Grundschule auf dem Sportplatz sind Hubschrauber gelandet, also Militärhubschrauber. Und ich musste meine Kinder ins Auto setzen, weil die das natürlich gesehen haben, und wir sind drüber gefahren und haben uns das angeguckt und haben sogar Fotos machen dürfen und so weiter. Die sind einfach an der Grundschule auf dem Sportplatz gelandet. Keine Ahnung warum, aber dann kamen auch ganz viele irgendwie Fahrzeuge, die auch, ne, so in den Farben und so. Weiß ich nicht, was sie da gemacht haben. Ja, aber wir haben hier tatsächlich so eine ganze, so eine breite, keine Ahnung wie viele Kilometer, und auch eben so ganz lange Strecke, wo auch auf dieser Strecke keine Windräder sind, weil hier dann eben diese Jets oder auch manchmal, was noch, dieser Dicker, der ganz dicke Flugzeug, der tief fliegt, langsam fliegt, so ein, keine Ahnung, was ist das, ein Transportflugzeug oder was weiß ich, also der fliegt wirklich tief, da kann man halbwegs den Piloten winke winke machen oder so. Ja, auf Deutschland Bomberflugzeug, glaube ich nicht. Ich weiß, aber viel, oder irgendwie so, ne, und dann fliegt er auch hier mal richtig tief, dass man alles sehen kann. Ist immer wieder interessant. Sie sagen, unser Militär ist untauglich. Also mindestens drei Jets haben wir. Ja. So, es geht weiter. Jetzt gebe ich einfach mal Spinat noch mit rein. Auch mit dem Rahmen. Ne? Das sind ja jetzt hier, man kann sehen, die Kugeln, die weißen, das ist dieses Rahmen. Ne? Passt ganz gut. Wird eine rahmige Spinatsuppe sein. Und jetzt auch noch der Knoblauch. Den gebe ich auch noch mit rein. Gleich alles dazu. Ich gebe noch ein bisschen Wasser gleich, aber erstmal warte ich, weil das wird ja auftauen in der Suppe und auch ein bisschen eben flüssig werden. Aber auf jeden Fall müssen wir das Ganze natürlich salzen. Das habe ich noch gar nicht. Ein paar Löffelchen von meinem hier, ne? Das ist kein Teelöffel. Nicht, dass wieder die Kommentare kommen für zu viel Salz. Nein, das ist ein mini, mini, mini kleiner Löffel. Vielleicht etwas größer als mein Daumennagel. Also, ja. Einmal Salz mit rein und erstmal nur Pfeffer und... Na komm, das Ding streikt wieder. Aha. Eieiei. Manuel, du musst mir gleich hier was reparieren. Wenn du das hinkriegst, das Ding ist auseinandergeflogen. Ja, dann müssen wir anderen Pfeffer machen, reingeben. Den muss ich aber auch auffüllen. Wenn was nicht läuft, dann läuft das nicht, ne? Murphy's Law. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das darf jetzt erstmal köcheln, bis es fast durch ist. Und dann wird es noch ein bisschen verfeinert. Und dann haben meine Männer, wenn sie nachher nach Hause kommen, was zu essen. Weil wir sind dann noch definitiv nicht zu Hause. So, kochen lassen. So, jetzt hatte die ganze Geschichte hier so 10, 15 Minuten. Sind das 15 Minuten? Nein, ne? 10 Minuten eher, 12 vielleicht. Geköchelt. Ich musste gar nichts zugeben an Wasser, weil man sehen kann, ne? Es ist flüssig genug. Dieser Rahmen und so hat ja doch schon Flüssigkeit gemacht. Jetzt gebe ich ein bisschen Lorbeerblätter, also so zwei kleine Stückchen. Dann kommen ein paar Kräuter mit rein. Ich habe hier ein bisschen Basilikum, ein bisschen Schnittlauch. Komm schon. Schöne grüne Suppe wird das sein. Und ein bisschen Dill. Ich habe gehört, dass man im Spinat oft und gerne mal Muskatnuss gibt. Ich mag den nicht wirklich, also lasse ich das jetzt sein. So, das sind jetzt die Kräuter. Und jetzt hole ich noch ein bisschen was Rahmiges, Sahniges dazu. So, und jetzt kommt der letzte Schliff. Ich habe hier ein bisschen, nicht mal eine halbe Packung
Schmelzkäse, den kratze ich einfach mal raus hier und dann gebe ich den einfach rein. Aber ihr braucht das nicht zu machen. Wenn ihr da jetzt so gegen seid, ich habe mehrere Kommentare schon mal gehabt, wieso Schmelzkäse, das ist, was weiß ich, keine Ahnung, warum man das nicht benutzen darf. Oder wenn einer das nicht mag, lasst das einfach weg. Und ich gebe noch ein bisschen Schmand. Ich habe jetzt hier so russischen. Dann ist das Ganze so richtig rahmig auch. Dann probiere ich einfach mal, ob ich genug Salz und Pfeffer drin habe. Ein klein bisschen kann noch tatsächlich rein. Von beiden. Salz und Manuel hat mir meine Mühle repariert. Weil die Batterien alle eigentlich. Ein bisschen Pfeffer noch. Und fertig. Jetzt noch wenige Minütchen blubbern lassen bei ganz schwacher Hitze. Ich habe jetzt auf 4 runtergestellt, ne? Aber ansonsten ist das jetzt eigentlich schon fertig. 4 von 9, nicht 4 von 5. Ja, 4 von 9, genau. Ich wollte gerade, was meinst du? Hier die Stufen beim Herd, ne? Es gibt ja unterschiedliche. So, ne? Kartoffeln, Fleisch, Spinat, mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Also, lecker. Manuel freut sich auch schon. Und jetzt lasse ich das blubbern. Genau, und ich denke mal, Rafi und Isi sind schon fast da, also im Anmarsch auf jeden Fall. Er hat jetzt gerade Schluss gehabt, denke ich mal. Wann ist die 8. zu Ende? Genau jetzt vielleicht. Ich glaube ein bisschen früher schon. Quasi noch 2 ungefähr. Ja, auf jeden Fall sind sie gleich da. Dann machen wir uns fertig, sammeln die Flaschen im ganzen Haus und fahren los. Und wenn wir wieder da sind, zeigen wir euch natürlich, was wir alles eingekauft haben. Es wird heute bestimmt einiges. Obst ist fast alle, Gemüse ist fast alle, Katzenfutter, Milch, Zwiebeln, Kartoffeln, auch meine Güte, alles Mögliche. Also, wir sehen uns später dann. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Es ist 8:45 tatsächlich schon. Wir sind gerade erst nach Hause gekommen. Wann sind wir weggekommen? 3, kurz nach 3 war das. 3:15 oder so. Vielleicht sogar 3:30 fast schon. Ich glaube eher doch 3:30. Weil bis Manuel, Raphael da war, bis er sich, ne, wie es so nach der Schule ist, einmal ins Bad und Kleinigkeit essen und so weiter. Und dann waren wir los. Wir waren bei Filmern, Rewe. Dann waren wir bei Bäckerei Kruse, haben wir ein bisschen was gegessen. Beim Friseur war Manuel, der hat sich die Haare und Bart machen lassen. Dann waren wir bei Deichmann und bei Kaufland und bei Lidl. Jo, dafür habe ich aber wirklich kaum was hier drauf, ne? Also dafür, dass ich so viele Geschäfte abgeklappert habe heute. Es ist noch halt so, dass bestimmte Sachen, zum Beispiel Gurken, gab es bei Kaufland nicht eine. Und ich hatte 0 im Kühlschrank, ne? Und noch mal andere Sachen. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was das alles geworden ist. Und zwischendurch, denke ich mal, werden meine Jungs reinkommen und euch auch, also ich habe schon gerade gesagt, eure Köpfe gehören in den Hall dazu, weil ich ja eben dafür bezahlt habe, Rafis Brille und Manuels Frisur. So, aber jetzt erstmal machen wir mit Deichmann, ne? Fangen wir mit Deichmann an. Bei Deichmann habe ich den Jungs Schuhe gekauft. Ach, bei Taco waren wir sogar auch noch. Also, bei Deichmann habe ich Manuel 2 Paar Schuhe gekauft. Und ja, ich habe meinem Kind was gekauft, obwohl er 25 Jahre alt ist. Ne? Also, bevor jetzt irgendwelche doofen Kommentare kommen. Entschuldigung, für mich waren die Kommentare letztes Mal tatsächlich doof, dass einer sich da aufgeregt hat, dass ich erwachsenen Kindern noch Sachen kaufe. Ja, ich kaufe es, weil ich es kann und weil ich es will. Fertig. Und weil sie gerade was brauchen. Und ja, für Manuel habe ich 2 Paar Schuhe gekauft. Einmal diese hier. Die waren aber nicht so teuer. Also
Er hat nur solche richtig, jetzt gerade vor allem mit, weil so viel kann man dann doch nicht mitnehmen mit dem Zug, nur so richtig dicke Winterturnschuhe, so hohe auch noch. Und er braucht aber jetzt was Leichtes für den Sommer, also habe ich diese, die sind richtig schick, finde ich. Hat er sich ausgesucht, hat er anprobiert. Und er will jetzt, wird er jetzt auf mehrere Festivals gehen, also zum Jobben. Und da braucht er irgendwas, was er dann halt so lange anhaben kann und das dann nicht zu schade ist, wenn es kaputt geht. Und da haben wir noch diese Schuhe mitgenommen. Die waren auch richtig günstig. Irgendwas mit, ich glaube, 22, 23 Euro oder irgendwie sowas um den Dreh. Ja, in allen den Schuhen kann ein Baby locker drinnen schlafen, weil das sind richtig riesen Dinger, ne, wenn man so guckt. Ne? Das sind jetzt, für Manuel sind es auch nur noch, nur in 45, nur, sage ich mal, ne, in 45. Und Raphaels Schuhe, die fallen auseinander. Die fallen richtig auseinander, die ich ihm letztens gekauft hatte. War das letztes Jahr? Ich glaube, ja. Also habe ich ihm für, ich glaube, das waren jetzt etwas teurere, irgendwas mit 45 oder so, in Größe 47. Hier kann tatsächlich ein Baby drinnen pennen, ne? Also, aber diese Schuhe haben wir ihm jetzt mitgenommen. Er braucht wirklich ganz, ganz dringend Schuhe. Also habe ich jetzt für Rafi erstmal diese gekauft. Ja, ich sag mal, für Rafi kann ich ja jederzeit, wenn er wieder will, ne, wenn es jetzt benötigt wird, dass er noch ein paar zum Beispiel noch braucht, kann ich mit ihm ja jederzeit hinfahren und ihm welche kaufen. Bei Manuel ist das natürlich was anderes. So, und dann einfach hier jetzt alles querbeet tatsächlich. Ich habe hier nicht wirklich nach Geschäften getrennt, obwohl so ein bisschen schon. In der App gerade bei Lidl günstiger, diese frisch gepressten Orangen, also Säfte, unterschiedliche Sorten. Rafi hat aber jetzt dieses mitgenommen. Ich hätte lieber was anderes. Er hat das jetzt mitgenommen. Dann haben wir auch bei Lidl die kernarme Wassermelone mitgenommen. Es ist heute ziemlich durchwachsen, sag ich mal so, der Einkauf. Es gibt gesunde Sachen, aber auch nicht ganz. Auch bei Lidl meine Vollkornbrötchen. Auch bei Lidl Tomaten, Paprika, alles gerade schön im Angebot. Deswegen habe ich mitgenommen. Eier habe ich bei Lidl mitgenommen. Dann einmal solche Mandeln, die gehobelten. Dann habe ich, ja, das geht wieder los mit ungesund Pickup beim Angebot. Und diese Sorte mag ich total gerne und die Kinder auch. Bohnen waren im Angebot. Und Gurken. Gurken, die sind auch von Lidl. Das war's auch. Und Wasser und Katzenfutter. Katzenfutter ist immer noch günstiger für nur 46 Cent die Dose. Deswegen habe ich gleich eine ganze Palette mitgenommen. Und bei Kaufland haben wir tatsächlich auch eine ganze Palette mitgenommen. Aber naja, wir haben nun mal 4 Katzen, das wird schnell weggehen. So, Lidl, achso, und Wasser. Ganz blöd war aber, dass die kleinen Flaschen Wasser nicht hatten. Die sind sogar manchmal noch wichtiger als die großen, finde ich, eben weil sie in die Handtasche oder eben Arbeitskorb reingeschmissen werden bei uns. Bei Taco haben wir auch tatsächlich was gekauft. Es war nämlich da, ich hatte in der App Prozente. Einmal 30% auf ein Produkt, dann hatte ich einmal 25% auf ein Produkt und zweimal 20% auf ein Produkt. Also habe ich Socken mitgenommen, dreimal, drei unterschiedliche. Einmal Men, Snickersocken für Manuel. Dann einmal die hier, das sind Isabels Größe, habe ich für sie jetzt nochmal mitgenommen, Snickersocken. Da sind 7 Paar. Die habe ich noch dabei und für mich, das sind aber nur 3 Paar, für 4,99 minus 20%, solche auch Sneakersocken. Ne? Das habe ich jetzt mit eingepackt und Manuel hat sich dieses Hemd ausgesucht.
Er ist gerade wohl so in der Phase, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich jetzt dieses Hemd ausgesucht und auf das Hemd hatte ich dann 30% Rabatt. Das war jetzt Taco. Achso, hier ist Werbung. Dann kommen wir jetzt zum Kaufland und Rewe. Bei Rewe musste ich unbedingt rein, nachdem wir bei Filmen waren. Ne, da haben wir ja bei Rewe geparkt. Wegen frischen Fisch. Gibt es sonst nirgends. Und Manuel und auch die anderen haben sich Fisch gewünscht in den nächsten Tagen. Zeige ich euch gleich. So, jetzt kommen wir zu Kaufland. Da haben wir auch Katzenfutter mitgenommen, steht ganz hinten. Eine Palette und eine Palette Milch. Das war auch super wichtig. Milch geht auch nämlich zur Neige. Dann haben wir Möhren, waren wichtig. Ich habe gestern, wirklich die letzte, ne, habt ihr vorhin beim Kochen gesehen. Stangensellerie. Dann habe ich 2 Kiwi Gold. Die sahen für mich so gut aus, habe ich jetzt mitgenommen. Dann habe ich bei Rewe, das habe ich bei Rewe gekauft, Bananen. Die waren da so schön grün und so weiter. Und bei Kaufland gibt es das nicht immer halt, ne, dass die grün sind. Manchmal gibt es da gar keine Bananen, deswegen habe ich jetzt die bei Rewe mitgenommen. 2-in-1 Gelierzucker war wichtig, weil ja die Zeit jetzt ist, ne, für Marmelade kochen und so weiter. Das, was ich noch da hatte vom letzten Jahr, habe ich jetzt aufgebraucht. Brauner Zucker, Teezucker habe ich für die Kinder zum Tee. Dann habe ich eine Packung Mehl mitgenommen. War auch wichtig. Dann, ja, der Einkauf ist halt ein bisschen anders ausgeartet heute oder geworden, weil Manuel dabei war und ja, man betüttelt halt den Kerl. Alleine lebt er, ne, schon so lange. Natürlich kocht er nicht so gut für sich und so und ist ziemlich dünn geworden schon die ganze Zeit. Und dann, ja, wenn er sagt, er hat auf das Hunger oder auf das Hunger, dann macht man das halt. Er hat jetzt Pizza-Kit mitgenommen. Da ist schon Teig und Soße dabei. Eine Packung. Dann in der App gerade alles von den 2 im Angebot. Also hat Manuel sich noch diese hier mitgenommen. Jo. Und Katjes. Leute, Katjes sind gerade für nur 66 Cent die Packung. Deswegen habe ich wieder ein bisschen was mitgenommen. Ein paar Katjes habe ich jetzt mitgenommen. Ne, Isabel mag gerade total gerne die Trockenfrüchte. Also habe ich jetzt hier einen ganzen Schwung Katjes dabei. Dann habe ich KitKats, sind gerade auch im Angebot, eine Tüte mitgenommen. Das wird hier auch total gerne gegessen. Dann sind meine Chipscracker gerade auch im Angebot. Deutlich günstiger als sonst, deswegen habe ich auch ein paar mitgenommen. Die bunkere ich auch gleich bei mir hier im Arbeitszimmer. Sandwich Toast Vollkorn. Manuel mag das lieber Vollkorn, wie ich auch. Dann hat Manuel auch die mit dem Wagen gepackt. Crunch Chips, Terrifying Jalapeno und Cream Cheese Inferno. Okay. Also ich kann sowas nicht essen, er anscheinend schon. 2 Dings. Salz habe ich noch mitgenommen und Puderzucker bei Kaufland. Dann bei Kaufland habe ich so einen großen Sack Äpfel mitgenommen, weil wir einfach gar keine mehr haben. Und im Angebot gerade sind Nektarinen. Da habe ich gleich so 5 Stück mit eingepackt. Nektarinen. Und einen Beutel Zwiebel. Und dazu noch Weintrauben hell. Das war jetzt Kaufland und bei Dings Rewe habe ich diese Brötchen mitgenommen. Die mag ich total gerne, die sind super lecker. 2 Pakete. Und ich habe zwar jetzt Bestellung aufgegeben, die kommt auch demnächst bei Just Spices, aber die waren gerade vor allem das hier im Angebot. Beide waren im Angebot für 3,99 €. Rührei-Gewürzmix, das habe ich nicht bestellt online. Und Gemüse Allrounder, aber den habe ich bestellt online. Das heißt, ich habe dann auch Vorrat ein paar, ne? Also
Von Just Spices habe ich was mitgenommen. Ist auch mehr oder weniger der einzige Laden weit und breit, der da so einen Aufsteller hat. Auch in der App bei Rewe günstiger, haben die Kinder sich deswegen auch mitgenommen. Die beiden Jungs, ne? Energy. Naja, egal. Haben die das jetzt halt sich ausgesucht. So, dann. Hier ist noch was von Kaufland. Und zwar die Schokoreis-Dinger. Die gab es letzte Male bei unserem Lidl nicht. Deswegen haben wir die jetzt hier mitgenommen. Und dann habe ich hier noch ein paar Kleinigkeiten in Kalt. Ja, Manuel ist gerade hier und der ist genauso wie Rafi, der inhaliert diese reineren Salami. Ne? Einfach auf Toast und so weiter. Deswegen habe ich jetzt hier ein paar Packungen reineren Salami mitgenommen. Dann habe ich Butter dabei. Ich glaube, da muss noch ein... Also, da ist sie. Einmal ungesalzen und einmal gesalzen. Ne? Manuel mag das gerne in gesalzen. Dann habe ich Quark mitgenommen, eine Packung. Im Angebot gerade Kirschgrütze, da gab es noch Mango-Orange-Grütze und rote Grütze. Ich habe aber die Kirschgrütze mitgenommen, die mag ich am liebsten. Dann haben wir Käse mitgenommen, geriebenen, und zwar unterschiedliche Sorten. Einmal Cheddar, einmal Edamais, gerade im Angebot. Und einmal auch im Angebot Leerdamer Pizza und Pasta Genuss mild aromatisch. Ja, das haben wir. Dann habe ich bei Kaufland noch jeweils eine Baguette. Ist auch gerade im Angebot. Dann haben wir bei Rewe für nur 99 Cent. Leute, wer das mag oder wer probieren will, los! Bei Rewe für nur 99 Cent sind die ganzen Almette-Töpfchen und mein Lieblingsfrischkäse war auch dabei. Gemüsetrauben, Paprika, Tomate habe ich gleich dreimal mitgenommen, weil die nämlich bis Anfang, bis Mitte August haltbar sind. Und ich habe noch eine mitgenommen im Kräuter. Und dann haben wir Joghurt. Almigurt ist gerade bei Kaufland im Angebot. Und deswegen habe ich jetzt unterschiedliche Sorten mitgenommen. Hier einmal irgendwas. Kiwi-Stachelbeere, Ananas. Die Jungs meinten, klingt auch gut, Crunchy-Erdbeer mit solchen Bällchen drin. Dann Normal-Erdbeere. Dann gab es hier noch, was gab es denn noch? Das ist jetzt... Traditionell stichfest Typ Vanille, dann hier irgendwas Haselnuss. Ja, also ein paar nicht ganz traditionelle, normale Sorten. Ja. Creme Leicht ist auch dabei. Und das, ja, der Star des Ganzen, ne? Fisch, Lachs, 1,5 Kilo. Teuer. Hier flattert irgendwas, irgendeine Mücke. Auf jeden Fall werde ich morgen dann was mit Lachs machen. Das ist mit Haut. Ist zwar im Angebot, aber trotzdem nicht gerade günstig. Ne? Ja, das ist jetzt der Einkauf gewesen. Und jetzt muss ich gucken, ob ich einen meiner Jungs hier in der Nähe erwische, um dann jetzt die Brille und die neue Frisur zu zeigen. Okay, ihr Lieben, die Jungs sind beschäftigt. Manuel baut sich gerade in seinem kleinen Zimmerchen, wo er gerade die Tage wohnt, das Fliegengitter dran, weil ja kaputt gegangen war und er hatte jetzt keins. Und letzte Nacht wurde er wohl gefressen, sodass er das Fenster zugemacht hatte. Und das ist natürlich kontraproduktiv bei diesen Temperaturen, noch Fenster zumachen und so, ne? Und Rafi ist auch beschäftigt mit irgendwas. Das heißt, ich werde einfach Fotos hinten dran setzen. Dann könnt ihr sehen, wie Manuel gerade aussieht, jetzt nachdem er sich die Haare schneiden lassen hat. Und ich habe ein Foto von uns dreien gemacht. So ein Selfie. Geht, das sehe ich zwar nicht besonders gut aus, aber egal. Da hat Rafi seine Sonnenbrille auf. Also der hat sich eine Sonnenbrille in seiner Stärke bestellt gehabt, ne, die dann für ihn richtig angefertigt wurde und so bei Filmern. Und die haben wir heute abgeholt.
Ja, und ansonsten war es das, ihr Lieben. Ich bin fix und alle. Ich kann kaum noch kriechen, ne? Weil ich ja vor dem Ganzen hier einkaufen, shoppen, durch die Gegend latschen, auch schon was hier im Haushalt gemacht habe und gekocht habe und so weiter. Jetzt muss das alles auch noch verräumt werden. Aber da rufe ich gleich Isi und Christian, die dürfen mir dann auch helfen. Aber ich beende jetzt einfach mal das Video. Ich kann einfach nicht mehr. Ich denke, das reicht auch. Ich muss das Video jetzt auch gleich schneiden. Ja, das war jetzt so ein kleinerer, tatsächlich kleinerer Wocheneinkauf mit vielen ungesunden Sachen, aber ist mir gerade auch egal. Ich werde definitiv Donnerstag, nachdem ich im Thermalbad war, bei der Wassergymnastik nochmal kurz bei Lidl was holen, vor allem eben Wasser nochmal, weil jetzt das Wasser noch schneller weggeht. Wir haben ja eine Person mehr gerade eben wieder, ne? Aber für heute war es das. Ich kann auch jetzt gar nicht genau sagen, wie viel ich ausgegeben habe, weil es eben so viele Geschäfte waren. Aber ja, es ging eigentlich tatsächlich. Weil ich überall die Apps benutzt habe, Kaufland, Lidl, Rewe, überall App benutzt. Und überall war irgendwas, was halt mit der App abgezogen wurde, auch Taco und so. Deswegen, es war tatsächlich gar nicht so schlimm. Ja, und jetzt hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat, dass es euch auch vielleicht dem einen oder den anderen irgendwie in Erinnerung, Inspiration, Idee, sonst irgendwas war, der Einkauf und auch die Suppe. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.